Offene Selbstfinanzierung zunächst einmal, weil, warum heißt das offen? Antwort, weil es offen auf der Passivseite der Bilanz steht. Denn auf der Passivseite der Bilanz steht ja die Mittelherkunft. Und da ist ja die Grundstruktur Eigenkapital, Fremdkapital. Und bei einer Aktiengesellschaft steht da oben rechts zunächst das gezeichnete Kapital und danach die Rücklagen. Und zwar besonders hier die sogenannten Gewinnrücklagen. Das bedeutet, dass man einen Teil des Gewinns, streng genommen müsste man sagen, einen Teil des Jahresüberschusses, nicht ausschüttet. Und diese Tatsache, dass man das nicht ausschüttet, offen in der Bilanz ausweist. Das sind die offenen Rücklagen und man nennt das Dotierung oder auch Thesaurierung mit TH. Ruhig notieren. Ich hatte mal in einer Prüfung, nicht bei den Wirtschaftsfachwirten, aber bei den Betriebswirten, da kam dieses Wort Thesaurierung vor. Wenn man stattdessen ein anderes Wort gewählt hätte, hätte jeder die Frage beantworten können. Also zumindest jeder aus meiner Gruppe das beantworten können. Aber das Wort Thesaurierung hat die Leute so fertig gemacht, dass viele, ich weiß nicht ob alle, aber der eine oder andere, mit dem ich dann nachher gesprochen habe, an dieser Teilfrage gescheitert. Ich meine, das war jetzt nicht dramatisch, das waren ein paar Punkte, aber trotzdem, wenn da gestanden hätte, Zuführung zu den Rücklagen, was das Gleiche ist, dann hätten Sie die Frage beantworten können. Thesaurierung war halt ein fremdes Wort. Und das passiert nicht so selten, dass wenn in der Prüfung ein fremder Begriff auftaucht, die Leute in Verwirrungszustände geraten. Deswegen muss man als Dozent sehr sorgfältig auch auf Synonyme achten. Da kommt plötzlich ein anderes Wort für den gleichen Sachverhalt und der Stimulus-Response-Ablauf funktioniert nicht mehr. Ich hatte das vor Jahren. In einer Marketingprüfung, das ist Jahre, Jahre her, da kam das Wort SWOT. Heute kennt das jeder, ne? Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Wenn dort gestanden hätte, Stärken-Schwächen-Analyse oder so etwas, hätten die Leute das locker beantwortet. Da stand SWOT und keiner wusste Bescheid. Und das ist das. Das passiert sehr leicht. Und man muss in der Betriebswirtschaftslehre auch den Mut haben. Ich habe den Mut auch. Ich muss ihn haben, obwohl ich das schon so viele Jahre mache. Wenn ein neuer Begriff kommt, und das passiert in der Betriebswirtschaftslehre immer wieder, zu fragen, was bedeutet das? Und es ist gar nicht so selten in der Betriebswirtschaftslehre, dass ein neuer Begriff kommt. Sehr beliebt ist Englisch, ein englischer Begriff, und dass der einen Sachverhalt kennzeichnet, der eigentlich in der Betriebswirtschaftslehre bekannt ist, der heißt jetzt nur anders. Alter Wein in neuen Schläuchen nennt man das. Na, also da kommt irgendwas, was schon uralt ist, was schon erste Auflage, was da schon drin stand, heißt jetzt irgendwie ganz schlau Englisch und man hört den Begriff zum ersten Mal und sagt, was ist das denn bitte? Und dann kriegt man die Erklärung und sagt, ach so, ja, okay, das kenne ich. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, also deswegen sage ich auch besser notieren, Dotierung der Rücklagen, Zuweisung, Zuführung zu den Rücklagen oder Thesaurierung, Gewinnthesaurierung. Das sagt der Vorstand. Wir haben beschlossen, einen Teil des Jahresüberschusses zu thesaurieren. Ja, das versteht dann keiner, keiner traut sich irgendwie zu fragen, bedeutet aber, liebe Aktionäre, das ist Kohle, die ihr nicht kriegt. Das behalten wir ein, das schütten wir nicht an euch aus. Das bedeutet Thesaurierung. Kohle, die die Aktionäre nicht bekommen. Und der Rest wird dann ausgeschüttet. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.